Er ist zum Verkauf. Ich frage mal, ist er noch zum Verkauf? Nicht mehr ganz, nein. Es sind zwei sehr, sehr starke Interessenten dran. Und der eine Interessent hat gesagt, er wird jetzt noch prüfen, die Zulassungsmöglichkeit in seinem Land. Aber er macht es davon abhängig, aber generell ja. Ja, da ist es. Ja, es ist ein MAN. Das Besondere hierbei ist, wir werden gleich da reingehen. Wir sind bei Actionmobil am Stand. Es steht nicht drauf, dass es ein Actionmobil ist, denn dieser Kunde hat sein Fahrzeug in Eigenregie selber foliert. Das geht, um es zu schützen? Ganz genau. Ich denke mal vorwiegend aus optischen Gründen. Ist natürlich sehr polarisierend, dieses Dekor, sage ich mal. Ja, und er hat uns damit überrascht, als er vor 3 Jahren das erste Mal bei uns aufgetaucht war. Zum letzten Service vor einer großen Skandinavienreise. Das ist so, ja. Es ist praktisch, je nachdem, welches Gebiet man fährt, wäre natürlich Tarnfleck im Moment nicht die beste Wahl. Aber es gibt auch Länder, da ist es vollkommen unkritisch. Da kann man das machen. Das Dekor ist frei wählbar. Üblicherweise kommen diese Aufbauten lackiert von euch. Ihr habt eine sehr hochwertige Lackiererei. Hier sieht man das Ganze zum Beispiel in Weiß. Ganz genau. Also die Farben können frei gewählt werden. Wir empfehlen es natürlich immer so hell wie möglich zu machen, weil sonst die Oberflächentemperaturen natürlich extrem ansteigen können. Das ist so, und das merkst du, da kann es noch so gut isoliert sein, wenn da draußen natürlich 200 Grad sind, weil die Oberfläche schwarz ist, dann hast du ein Problem. Wir werden das Fahrzeug aus einem gewissen Grund zeigen, denn der Werterhalt bei Actionmobil ist unglaublich. Die Nutzbarkeit über Jahrzehnte ist gewährleistet. Ihr habt Autos mit H-Kennzeichen. Das Auto ist jetzt 7 Jahre alt? Ja, also Erstzulassung Oktober 2014. Was hat er gelaufen jetzt? Er hat jetzt gelaufen 55.000, das ist gar nichts für das Fahrzeug. Er hat noch verschiedene andere Hobbys, war aber auch in letzter Zeit leider Gottes gehandicapt durch eine Krankheit. Das ist auch der Grund, warum das Fahrzeug jetzt im Verkauf steht. So, das heißt, es war sofort verfügbar. Das ist höchst selten, muss man sagen, dass überhaupt mal einer auf den Markt kommt. Zustand ist erhaben. Macht ihr Unterbodenschutz extra nochmal eigentlich bei den Fahrzeugen? In diesem Fall nicht. Das ist so der Originalzustand. Es ist nur von uns etwas gepflegt worden. So, das Fahrwerk. Ist das jetzt irgendwie, ich meine, das ist etwas ungewöhnlich, eine Luftfeder hier in so einem Offroad-Fahrzeug? Ja, ungewöhnlich eigentlich schon, bei uns aber nicht. Wir verwenden seit 1998 am liebsten Fahrzeuge mit Luftfederung. Und MAN kann bei diesem Fahrzeug, das ist der TGS, also die schwere Baureihe 18.440, Luftfederung an der Hinterachse anbieten. Aber auch bei der kleinen Baureihe TGM 13.290, der schmale 13-Tonner, auch da hast du Luftfederung, beziehungsweise da hast du ausschließlich Luftfederung. Bei den schweren Fahrzeugen kannst du es dir sogar auswählen, ob die Blatt oder Luft. Hier sieht man ganz schön die Evolution, muss man sagen, also von euren Fahrzeugen. Die ist zumindest mal bei ganz vielen Bauteilen so oder so ähnlich gegen Null. Das heißt, das, was bewährt ist, bleibt. Kann man das sagen? Das bleibt definitiv. Hier hat auch der Kunde wieder gesagt, er hätte gerne diese Heckform, weil ihm das so gut gefällt. Gleichzeitig Motorradlift. Drüben haben wir es gesehen, in mattschwarz lackiert. Grundsätzlich sind in der Grundausführung ist alles mal feuerverzinkt bzw. mit Edelstahlteilen versehen und dann on top eben noch lackiert, wenn es der Kunde möchte. Oder es bleibt so wie hier gezeigt. Ja, der Unterfahrschutz ist Pflicht, den kann man in Ländern, wo, ich sag mal, es Offroad zugeht, den kann man hochklappen? Ganz genau, ganz genau. Das ist jetzt in runtergeklappter Form. Beim Global XRS haben wir es hochgeklappt gesehen. Da kann man eben je nach Situation entsprechend reagieren. So, auch hier höchste Geländegängigkeit. Das bedeutet Sperren überall. Das Fahrzeug ist eigentlich im harten Baustelleneinsatz im Betrieb. Da braucht man aber selten, sage ich jetzt mal, eine Kabine für 4 Personen oder eine große Kabine. Die kommen oft mit kurzen Kabinen. Das kann ich frei konfigurieren? Kannst du frei konfigurieren. Du hast auch das, bei den älteren Modellen war es das sogenannte M-Fahrerhaus. Das war etwas kürzer und das ist das L-Fahrerhaus. Also bei dieser Generation hat es noch L-Fahrerhaus geheißen. Das bekommst du serienmäßig ab Werk mit einer Liege. Kannst du also für deinen ältesten Sohn, deine ältere Tochter dann einsetzen, die vorne ihre Ruhe haben möchte. Oder du kannst es auch umbauen, Sitzbank-Bettkombination. Das muss man dann allerdings eigens bestellen bei MAN. Aber der Vorteil ist, du bekommst es ab Werk. So, die Luftdruckregelanlage darf natürlich nicht fehlen, damit das Ganze nicht einfriert. Eine kleine
Flüssigkeit drin, ja, damit sie immer funktioniert. Und da sind die Schläuche drin. Du kannst den Luftdruck ja dynamisch anpassen. Und wichtig ist, bevor man den Allrad einschaltet, in schwierigen Situationen erstmal Luftdruck runter, oder? So ist es, ganz genau. Meistens ist es eine Kombination, dass man halt den Allrad zuschaltet oder du hast einen permanenten Allrad, dann wird mal die Luft angepasst, der Luftdruck angepasst. Und dann kommen dann noch Hinterachssperre und oder Vorderachssperre noch dazu. Ja, hier haben wir jetzt eine Baustellenbereifung. Ja, die sind sogar nachschneidbar, das ist hochinteressant. Ganz genau, die kannst du nachschneiden. Hat in dem Fall den Vorteil, wenn du jetzt zu 99% auf der Straße unterwegs bist, auf Schotterpisten, selbst am Strand, kannst du diesen Reifen verwenden. Sehr laufruhig, sehr, sehr hohe Kilometerleistung und im Vergleich zu Geländereifen auf dreiteiligen Felgen relativ preisgünstig. Und dieses Fahrzeug wird dann eben ausgeliefert, natürlich mit dieser Bereifung. Wir haben aber noch einen zweiten Reifensatz mit Michelin XZL2 fünffach zur Verfügung. Das ist, es kommen auch noch Schneeketten dazu. Mhm. Aber wie gesagt, das braucht man jetzt nicht aufzählen. Das Fahrzeug ist verkauft und ja. Es geht ja nur mal um die Machbarkeit zu zeigen. Und das Schönste wird ja mal sein, wie wenn wir jetzt mal Fahrzeuge zeigen, die wirklich alt sind. 7 Jahre alt ist ja für viele schon, wo die sagen, naja, jetzt muss ich mein Reisebüro, das Reisemobil so langsam in Rente schicken bei der weißen Ware. Da fängt der Spaß bei euch erst an. Ich sag mal, 30 Jahre ist keine Seltenheit, oder die Nein, Regel? Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Das ist eigentlich eher die Regel, weil selbst alte Unimogs auf U416-Basis, top restaurierte Unimog, jetzt mit H-Kennzeichen, das Auto sieht aus wie neu. Und 55.000, dann, du gut, ist es keine Kunst. Das Fahrzeug ist noch nicht mal richtig eingefahren. Bei diesem Fahrzeug da drüben, auch 7 Jahre alt, 140.000, 150.000 Kilometer gefahren, schon zweimal in Australien. Aber auch das schaut noch top aus. So, wir gehen mal rein. Die Zeitlosigkeit ist bei euch Gesetz, aber sehr oft mit einer cleanen, reduzierten Optik. Das ist euch unglaublich wichtig. Hier läuft eine Klimaanlage, wir werden schnell reingehen, trotzdem müssen wir den Eingang zeigen. Schiffsboden, Optik mit drin, viel Edelstahl, also sehr zeitlos, oder? Ganz genau, ganz genau. Alles Geschmackssache natürlich und ob das jetzt sehr progressiv ist oder eher zeitlos, das entscheidet wieder der Kunde. So, der Schuhschrank, dann hast du hier die zweiteilige Tür, da hat sich auch nichts geändert. Bitte alle Videos schauen, also weil es gibt so viele Details zu entdecken, die man hier hat. Und das ist die Küche, die ist jetzt in einem leichten Elfenbeinton, die Klimaanlage natürlich ein Traum. Und jetzt direkt mal meine Frage, Stefan, langt die Solarleistung tagsüber, um die Klimaanlage ordentlich zu betreiben? Tagsüber auf jeden Fall. Wir haben ja auch hier eine sehr hohe Isolation. Und daher läuft natürlich auch die Klimaanlage nicht immer auf Höchstleistung. Die läuft auch sehr oft im Lüftungsmodus nur. Und da reicht die Solarleistung auf jeden Fall aus. Ich bin verliebt, sofort. Und das, der Grundriss ganz anders wie die anderen Fahrzeuge. Klar, das Fahrzeug ist nicht ganz so lang, aber du hast eine Häuslichkeit, eine Wohnlichkeit. Du hast ganz viele Dinge, die ich schon wieder gefunden habe. Das ist die Heizung mit warmem Wasser, wahrscheinlich schon wieder eine Webasto. Ja, natürlich. Da haben wir auch eine gewisse Linie natürlich drin. Man muss nicht auf Teufel komm raus bei jedem Fahrzeug was anderes einbauen. Wir haben unser Warmwasserheizsystem mit Webasto Heizbrennern und dabei wird es auch bleiben. So, der könnte so oder so ähnlich heute gebaut worden sein, denn die ganzen Designelemente, wie zum Beispiel diese gefrästen Schalterelemente, die hier drin sind. Oh, das könnte ein französisches Fahrzeug gewesen sein. Das ist ein französisches Fahrzeug. Du siehst es auch an der Beschriftung vom Kontrollpanel. Ich wohne in Frankreich, deswegen die Stecker kenne ich. Aber sie sind vollkommen kompatibel zu deutschen Steckern. Das wissen viele gar nicht, ja? Ja, das ist richtig. So. Der Stift rein und geht schon. So, Eclair Exterieur, Gauche. Eclairage, sorry, ich habe mich verlesen. So, Master, ach, das alte Display. Das alte Display, ja. Das kenne ich noch. Ja. Oh, und das war der Main Switch. Oh, da ist der Main Switch betätigt. Es tut mir so leid, ja. Kannst du das nochmal bitte anmachen, das Stefan? Das denke ich schon, ja. Mach mal bitte. Es tut mir so leid, denn Master wollte, ich hatte das alte Display und dann habe ich genau die Taste erwischt, die es ist. Das war der Hauptschalter. Ja. Sag mal, Mastervolt ist so eine Ehe bei euch, so eine kleine, die sehr erfolgreich ist. Ihr sagt,
Das Einzige, was euch, ich sag mal, im Moment noch ein bisschen fehlt, ist so eine Fernsteuerbarkeit über eine App. Da seid ihr seit Jahren schon dran mit MasterVolt. Hofft, dass da jetzt mal was kommt. Das, was ja viele so als ganz normal sehen, die da sind. Aber diese Anlage, die hier drin war, die war wahrscheinlich noch nie kaputt, oder? Seitdem. Die war noch nie kaputt. Da gibt es überhaupt kein Problem. Das funktioniert einfach. Der Kunde weiß damit umzugehen. Und von daher absolut problemlos. Es ist zwar eine komplizierte Technik, die dahinter steckt, aber für den Kunden halt relativ einfach zu bedienen. Die ganzen Elemente haben sich kaum geändert. Die einbruchsichere Tür mit wirklich den wichtigsten Sachen natürlich, Edelstahlbeschläge, die mehrfach verriegeln. Genau, so haben wir es. Immer dieses Prinzip, zweiteilige Tür, einmal mit oder ohne Glas, das kann sich der Kunde aussuchen. In dem Fall haben wir wieder die abgeschrägten Seitenwände, da geht eben mit der Tür nur zweiteilig. Mhm. Und ja, der Benefit ist eben, du hast sozusagen ein zusätzliches Fenster nochmal dazu. Ihr habt eine Komforttür, die es serienmäßig so, glaube ich, nicht gibt in der Größe für den Durchstieg. Die ist besonders groß oder gab es die damals? Nein, die ist besonders groß. Es erfordert hier aber Umbauarbeiten am Fahrerhaus, an der Fahrerhausrückwand. Du musst tragende Teile teilweise rausschneiden, du musst die dann ersetzen, damit der Kunde dann wirklich eine ganz komfortable Durchstiegshöhe dann bekommt. Das große, ja, großes Thema Wärmebrücke ist hier natürlich, die ist komplett ausgeschlossen, wenn ich jetzt hier reingehe, die Kamera reinhalte. Ne? Mhm. Wir haben hier 50 Grad im Fahrerhaus. Ja, ganz genau. Und eben der Aufbau ist komplett getrennt vom Rest und deshalb haben wir hier durch die hohe Isolation natürlich ein angenehmes Raumklima. Wenn jetzt die Klimaanlage ist einfach an, wir haben gesagt, die Batterien sind voll, es ist der letzte Tag, wir lassen es einfach mal laufen. Ja. Normalerweise wären jetzt sämtliche Fenster offen und da wäre natürlich schon eine natürliche Lüftung gegeben und wir hätten auch ohne Klimaanlage ein angenehmes Klima im Raumklima hier im Raum. So, Fahrzeug 7 Jahre alt. Du hast mir versprochen, du wirst eigentlich zum Thema Abnutzung oder Oberflächenmaterialien, man wird nichts sehen. Wenn du mal kurz bitte ins Bad gehst, ja. Auch hier ist alles so, wie es eigentlich bei allen Action-Mobilfahrzeugen sind. Du hast die 180-Grad-Schwenktür, du hast das große Raumbad, ja. Große ja. Dusche. Ja. Genau. Ja, und da kommen wir dann so. In dem Fall Glas, transparentes Glas für die Dusche, satiniertes Glas für den Rest, damit, wenn du das Bad benutzt, dass du da einfach deine Ruhe hast. So wird das Bad benutzt und so hast du ein extrem großzügiges Bad. So, und jetzt kannst du das Ganze nochmal öffnen. Ja. So trittst du in das Bad ein und hast hier das große Bad für dich alleine. So, das ist eine Toilette, die sitzt direkt auf dem Tank. Das ganz ist natürlich genau, ganz genau. Ist ja. Auch sehr wassersparend. Wir arbeiten nicht mit Zahacker-Toiletten oder Vakuum-Toiletten, weil die doch sehr viel Wasser brauchen für den Normalbetrieb. Und diese Toiletten, sei es diese Form, Porzellantoilette mit etwas größerer Schüssel oder die klassischen Kassettentoiletten mit etwas kompakterer Schüssel, oder natürlich auch Trockentrenntoiletten und andere Systeme werden auf Wunsch auf jeden Fall verbaut. Das Raumgefühl aufgrund dieser Technik, Fahrerhaus entkoppelt, komplett Wohnbereich, fühlt sich nicht an wie im Reisemobil. Also viele Reisemobilfans kennen das ja, du drehst die Sitze, der Raum ist integriert, ja, du machst erstmal alle Blinds zu. Mhm. Warum? Die Fahrzeuge sind viel zu tief, hier bist du so hoch, dass du alle Fenster auch geöffnet lassen kannst. Leute fahren wirklich auf den Campingplatz, schließen alles zu, damit ja keiner reinguckt, ja, weil die auf Augenhöhe sind. Ja, ja, es geht auch um die Isolation natürlich, wenn es gerade ein Teil- oder Vollintegrierter ist. Du hast ja vorne die große Windschutzscheibe, beim Teilintegrierten hast du noch Blech und Blechtüren um dich rum und da kommt natürlich im Sommer sehr viel Hitze rein, im Winter ist es sehr, sehr kalt und eben bei einer Voll- oder Teilintegration ist es ein echtes Problem. Ich hatte mal einen Kunden, der kam von einem Standardreisemobil, von einem Vollintegrierten und hat mir einen Kompass angeliefert. Neben diversen Navigationsgeräten habe ich gesagt, was willst du mit dem Kompass? Er sagt, ja, er muss sein Fahrzeug dann immer so abstellen, dass im Sommer die Windschutzscheibe nach Norden steht, damit ja von vorne nicht so viel Sonne reinkommt. Mhm.
macht Sinn. Also die Wärme, die ich gar nicht erst reinlasse, das ist hier vielleicht nicht so schlimm, weil das Fahrerhaus ja entkoppelt ist. Komplett entkoppelt. Ja. Du sitzt im Prinzip, salopp gesagt, in einem Kühlkoffer, weil es eben komplett eigenständig ist, hochwertig isoliert. Hier gibt es eine Innenraumkamera, das hat der Kunde noch nachträglich noch eingebaut. Natürlich Kundenwunsch, das heißt, er hat es nachträglich noch gemacht, wir haben auch gar nichts davon gewusst. Mhm. Und er hätte das wahrscheinlich schöner eingebaut. Er hat es toll gemacht, aber die werden dann sofort Edelstahlblende eingefallen. Ja, wahrscheinlich, oder ins Holz eingefasst, keine Ahnung. Na, es hätte auch andere gegeben, halt, die man so halb einbauen kann. Du siehst auch da von hier durchs Fenster, siehst du drüben zum Beispiel die Kamera vom MAN. Wir haben vorhin die Seitenkamera gezeigt. Ja. Und da siehst du bei dem Fahrerhaus da vorne, hinter der Tür siehst du die eingebaute Kamera. Mhm. Solche Versionen hätte man natürlich auch hier im Innenraum einbauen können. Mhm. Ich habe noch nicht nach dem Sinn gefragt, den Innenraum so zu überwachen, weil der Monitor vorne im Fahrerhaus ist, aber das ist dann natürlich seine persönliche Sache. So, hier vorne. Auch das hat er eingebaut. Nicht von uns. Sehe ich. Bitte mal öffnen den Schrank. Ja. Das ist ein großer Kleiderschrank, der ist riesengroß, direkt im Eingangsbereich, wohin gehört. Nochmal eine integrierte Schublade dazu. 2014, gell? 2014, ganz genau. Und hier wieder der 32 Zöller, den du drüben schon gesehen hast. Der wurde nachträglich eingebaut, oder? Oder gab es den damals schon? Nein, den gab es damals schon. Der ist original damals ausgeliefert worden. 2014 habt ihr die Idee schon gehabt mit dem? 2006 hatten wir die Idee schon gehabt. Da haben wir ja auch die Atacamas gebaut. Du hast drüben den Unimog gesehen. Das ist ein Atacama 4000 mit ausziehbaren Betten. Hier hast du ein Atacama 6000 und die 2 Meter sind investiert worden in ein großzügiges Bad. Hier hast du mehr Platz. Du hast eine U-Sitzgruppe beim Unimog U4000 mit 4 Meter Aufbau hast du es nicht. So, wir machen den mal kurz runter, denn ich würde gerne mal den Raumeindruck sehen, wenn du die Tür noch mal kurz schließt, ganz um 180 Grad. Also so um 90 Grad. 90 Grad. Bad. Ja. Und um 180 Grad ist es hier einfach mal verschlossen und wenn du dich hier hinten aufhältst, dann gehört es zum Wohnraum dazu. Es macht das Ganze einfach offen und großzügig. Das ist eben das Atacama-Konzept. Und du kannst eben, wenn du da auf deiner Sitzgruppe sitzt, kannst du eben dann sagen, du schaust bis vorne auf den See. Zelt oder auf den See. Das heißt, du kannst durchschauen. Das ist natürlich auch Thermoglas, damit diese 50 Grad. Das ist dieses isolierte Glas, natürlich auch einbruchhemmend. Ist 2x6 mm ESG, Gesamtstärke 20 mm. Das heißt, du haust mit dem Hammer drauf, das geht so schnell nicht kaputt. Ganz genau, ganz genau. Es gibt verschiedene Ausführungen natürlich nochmal zusätzlich isoliert oder in grün getönt, in bronze getönt, in blau getönt, grau, wie es der Kunde haben möchte. Ich finde das Elfenbein so schön, muss ich sagen. Hochglanz. Ja. Alles nach Kundenwunsch, auch Geschmackssache. Hier haben wir noch eine kleine Besonderheit. Der Kunde hat auch noch ein eigenes Weingut. Und hier sind dann seine Spezialitäten nochmal gelagert. Hier kann er also seine Weinflaschen noch lagern. Auch nicht direkt zugänglich. Und Zigarren da. Und das ist halt im Prinzip so eine Art Geheimfach. Jetzt nicht mehr. Weil es eben ohne Verschluss versehen und deshalb kann man sagen, ist einfach eine Blende. Ich darf da mal kurz dahinter schauen, weil das ist immer so schön, eure Geschichte, denn hier siehst du wirklich, es hat sich nichts geändert, das ist wahrscheinlich noch der gleiche Elektriker. Oder habt ihr da so Fotos wie bei, ich sag mal, irgendwelchen Burgerbratern bei McDonald's, wo genau draufsteht, der Burger muss anschließend so aussehen? Nein. Aber das ist doch so oder so ähnlich, ist das heute immer noch so, die Schalter die gleichen, aufgeräumt? Das haben wir noch gemacht, das ist noch eine Steuerung für die Luftfederung. Er kann jetzt praktisch das Fahrzeug nicht nur hinten in der Höhe nivellieren, sondern auch links und rechts. Und da sind tatsächlich auch noch Einbauten drin, die der Kunde jetzt nachträglich noch gemacht hat. Das ist interessant, man sieht immer gleich, wenn der Kunde was gemacht hat. Das ist so, denn
Und du das auch immer gleich erwähnst. Also ja, muss ja, weil sowas... sowas macht ihr nicht so. Man hat es jetzt mal so lassen müssen, weil es einfach dem Zustand entspricht, wie er es uns angeliefert hat. Aber da wird nach Rücksprache natürlich noch was gemacht. Das ist völlig klar. Miele Induktion habt ihr gemacht. Ihr habt viel Leistung hier an Bord, dank Mastervolt. Das heißt, leben wie zu Hause, oder? Stromtechnisch. Leben zu Hause, ganz genau. Ganz genau. Es unterscheidet sich immer ein bisschen was. Wir haben hier einen Multivoltage-Lader und einen dazu getrennten Inverter noch mit 5 kW. Bei größeren Fahrzeugen haben wir etwas mehr Platz. Dann nehmen wir 2 Kombis. Dann haben wir eine Gesamtleistung von 7 kW. Redundant dann. Kühlschrank, wo ist der? Hier. Kühlschrank haben wir hier. Ihr steht total auf Miele, weil Miele entspricht, das ist jetzt ein Selbstbaukühlschrank, aber ihr habt viele Dinge habt ihr von Miele, weil Miele, ist das so die Qualität, die ihr auch erwartet? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für die Schweizer Kunden haben wir da noch Frau Zug, sehr oft gewünscht. Manche sagen, nee, doch lieber Miele. Also auch das machen wir eben alles auf Kundenwunsch. Aber wenn uns niemand Vorschriften macht, dann bauen wir sehr, sehr gerne Miele ein. Oben ist auch schon wieder der Kompressor, nehme ich an. Nee, ein Fach. Erstmal nichts, weil wir haben den Kompressor in dem Fall unten. Ja. Der Platz hat sich angeboten, bei dem anderen Fahrzeug nicht. Da war da unten der Tiefkühler drin. Da hatten wir da keinen Platz. Bei dem Fall, in dem Fahrzeug haben wir hier einen Platz. Und dann eben auch die, das ist alles noch Geschirr. Kundenzustand und Antiklapper, das kenne ich. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich sag mal, das Fahrzeug ist jetzt 7 Jahre in Betrieb. Und wenn ich jetzt mal hinschaue, die Oberflächen, das ist wahrscheinlich echt. Das ist Granit, ja. Ja. Das ist ein Naturstein. Praha Gold nennt sich das. Was der Kunde haben möchte. Aber genau. Viele, ich sag mal, den Kundenwunsch. Kriegst du poliert, den kriegst du sandgestrahlt. Dann nennt sich die Farbe, die Oberfläche Leather Look. Ist der gleiche Stein. Wirkt nur komplett anders. Beispielsweise, du kannst sämtliche Natursteine bekommen, Granit. Wie zu Hause in der Küche. Korian, was auch immer, echtes Holz. Das ist nach Kundenwunsch alles gefertigt. So, bitte mal den Schrank öffnen unter der Spüle. So, da mal sehen, da dürfte dann das Trend. Ist es alles gleich? Es ist wirklich, ihr habt gar nicht so viel geändert, also den Grundrissen. Ist das ein Grundriss, wenn den jetzt jemand sieht und sagt, den hätte ich gerne im neuen Fahrzeug? Kein Thema, könnt ihr außer. Nein, überhaupt nicht. Es ist dieser Atacama-Grundriss. Es ist ja grundsätzlich mal extrem beliebt, weil es einfach auch bei kürzeren Fahrzeugen unheimlich offen, großzügig wirkt. Natürlich alles skalierbar. Du hast bei dem Unimog gesehen, 2 ausziehbare Einzelbetten. Hier haben wir ein festes Doppelbett mit 1,60 Meter Breite. Bei dem Unimog eine kleine Sitzgruppe, hier eine U-Sitzgruppe. Genau. Also alles. Wenn du mir mal gerade zeigst, man kann diesen Tisch sehr, sehr leicht einklappen. Ja, du kannst ihn hier einklappen. Neuerdings gibt es sogenannte Friktionsscharniere. Da geht es alles dann ganz leicht und sanft. Das sind auch die Klassiker aus dem Bootsbau. Ja. Und du kannst jetzt diesen Tisch nach vorne, nach hinten. So, ich steige nämlich mal gerade ein. Du und kannst dann ihn jetzt hier noch zusammenklappen. Film ich dich nämlich mal gerade. Wir sind face to face. Also, ihr hattet face to face. Da gab es noch gar kein face to face in der Wohnmobilbranche. Wenn du mal gerade die Verdunklung hinter dir schließt, Sag mal so nett, da kann ich dich besser filmen. Ja. Die baut ihr selber, gell? Die Fenster bauen wir selber. Mhm. Aber die Rollos, die beziehen wir von KCT. Das ist in unseren Augen eine sehr, sehr vernünftige Qualität. Es war auch der erste Hersteller am Markt, der mal Fenster angeboten hat. Und dadurch, dass wir unsere Fenster selber bauen seit 1992, haben wir natürlich da keinen Anlass, Fenster zu beziehen, bei welchem Hersteller auch immer. Aber die Rollos von KCT, absolute Topware. Egal wo ich bin im Profibereich, wenn die Leute es nicht selber bauen, da gibt es nur 2 Hersteller. Ich glaube Outbound aus Holland sind die, glaube ich, und KCT. Das ist richtig, aber wenn du natürlich hier auf die Messe mal gehst, du findest da doch schon den ein oder anderen Hersteller, der das auch macht. Teilweise jemand, der KCT kopiert. Wahrscheinlich ist KCT besonders gut. Auch nicht schlecht, oder? Teilweise, was man da so sieht an Kopien, oder? Ja, ich habe dann gesagt, du pass auf, ach, das ist doch fast wie KCT. Was ist, oder ist es eine Kopie? Sagt er, nee, der Radius hier ist anders. Es ist ja so, es gibt ja viele Dinge, die kann man schlecht schützen. Die werden nur ein bisschen geändert, dann sind sie da. Aber so ist ein guter Hersteller ist ja immer wieder so pfiffig, dass er sagt, wir haben neue Ideen, haben neue Werkstoffe, zum Beispiel Makrolon ist so ein Thema. Ist das so,
hier ist ja jetzt kein Fahrbereich. Das heißt, die Fenster dürfen extrem einbruchhemmend sein, müssen nicht zerstörbar sein. Das ist ja auch ein Riesenvorteil gegenüber Reisemobilen, wo Fenster ja nicht, ich sag mal, das sind immer Fluchtwege, die müssen auch freigehalten werden, oder? Ja, das ist richtig. Aber hier entsprechen natürlich die Fensterscheiben schon einer gewissen Norm. Die haben auch das Prüfzeichen drauf. Und wenn jetzt der Kunde sagt, es ist mir alles noch ein bisschen zu wenig, natürlich Panzerglasscheiben könnten auch eingebaut werden. Aber da würde ich eher dann empfehlen, mit speziellen Folien zu arbeiten, weil die werden auch im Personenschutzbereich, beim Bundesgrenzschutz und so weiter, auch bei Zivilfahrzeugen eingesetzt. Und die sind dann nochmal extrem einbruchhemmend zusätzlich noch. Ja, die werden dann vor dem Einbau auch beschichtet mit dieser Folie und dann ist alles schön weitestgehend abgesichert. Man kann nicht sagen absolut, weil das gibt's nicht. Ich kenne das von irgendwelchen Juwelieren, wo die dann draufhauen und kommen nicht rein und die geben dann auch relativ schnell auf, weil man fällt ja dann auf, wenn man stundenlang reinhaut und braucht da. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Die Leute gehen immer den geringsten Weg. Hier schön ein Heckfenster. Ich meine, das wird zwar immer schnell schmutzig, das ist das einzige Problem, was du hast, aber es schafft viel Licht. Dann habt ihr hier oben das Material, was ihr auch verwendet, GFK als Dach, das hat einen riesen Vorteil. Die Hitze bleibt erstmal draußen. Ne? Die Hitze bleibt draußen, ganz genau. Wir haben auch diese Dachluken, die wir auf Maß herstellen, auch hochgradig isoliert. Also das gleiche Material, wie wir für die Seitenwände, für die Dächer, für Heck und Front verwenden. 60, 61 mm je nach Deckschicht. Und da kann der Kunde erstens die Größe frei wählen und er kann auch, wenn er möchte, zusätzlich noch eine Glasscheibe eingebaut bekommen, dann natürlich auch mit Verdunklungsrollo dazu. Ja, so ein bisschen der Flair der 2014er ist noch drin durch die rote Holzfarbe. Das war ja damals voll im Trend. Teakholz, war so drin. Aber der Kunde haben, das hat er in seinem ersten Fahrzeug auch drin. Und dieser Teakholzboden, diese Teakholz-Nachbildung, das wollte er eben auch übernehmen für die Möbel. Dann aber auch eben kombiniert mit einem helleren Farbton, dieses helle Beige, passt eben sehr, sehr gut zu dem Teakholz. Ja, das Dach ist voll begehbar. Viele begeben sich aufs Dach, stellen da mal einen Stuhl hin, setzen sich mal hin auf eigene Gefahr. Ja, habt ihr schon mal einen gehabt, der gesagt hat, ich will eine Dachreling haben? Habt ihr sowas schon mal gebaut? Dachreling, Dachterrasse haben wir alle schon gebaut. Allerdings muss man zugeben, der Kunde hat dann gesagt, er hat es in den letzten 10 Jahren zweimal benutzt, machen wir die Dachreling, das Geländer, diese Sitzgruppe runter und ergänzt es lieber durch die neuesten Solarpaneele. Der Platz ist ja weg. Ja. Die sind einfach solche, ist jetzt meine persönliche Meinung, aber auch die Erfahrung zeigt, es sind manchmal so tolle Gags, dass du irgendwo einen Balkon rausfahren kannst oder hinten eine Plattform klappt runter, wo du dich hinsetzen kannst. Aber sehr oft ist es einfach so, der Kunde sagt, ich habe es ehrlicherweise ein, zwei Mal verwendet und dann nie wieder. Und aber es geht. Ich sag mal, wenn der Kunde sagt, mein Herz liegt dran, ich will es unbedingt haben. Absolut. Hab schon immer davon geträumt. Absolut, ja. Auf jeden Fall. Oder er sagt, er hat es bei seinem ersten Fahrzeug gehabt und fast jeden Tag benutzt. Es ist überhaupt kein Problem, aber eben der Kunde kommt eben mit der Frage auf mich zu, ich habe das und das gesehen, was hältst du davon? Und dann tue ich halt meine Meinung kund und das ist dann alles. Und wenn er dann immer noch sagt, ich hätte es aber gern trotzdem, dann bekommt das selbstverständlich, weil es ist ja vom Handwerklichen her gar kein Problem. Ja, ich kriege jetzt erstmalig eine Rundsitzgruppe und einen Alkoven, muss ich fairerweise sagen, nicht von dir, aber von einem anderen, als 4x4-Fahrzeug. Mein erstes großes 4x4-Fahrzeug, was kommt. Ja. Das ist cool. Gut, meine Preisrange ist nicht so ganz so weit wie deine Fahrzeuge. Dann wollte ich auch nicht so lange warten. Wie lange wartet man im Moment? 2 Jahre auf so ein Fahrzeug? Ja, also das hat eigentlich schon Tradition, dass wir 2 Jahre Lieferzeit haben. Es schwankt immer zwischen 15 Monaten, 24 Monate. Das hat jetzt aber nichts mit Corona zu tun oder Suezkanal, Ukraine-Krise, was auch immer. Ihr baut ja auf Kundenwunsch, muss man sagen. Wir bauen auf Kundenwunsch und wir bauen 3 bis 4 Fahrzeuge im Jahr und das hat sich halt eben nicht verändert in den letzten Jahren. Das Ganze ist hochgradig geländegängig. Also wenn ihr ein ganz normales, ich sag mal von innen nach außen gebautes Fahrzeug habt und das mal auf eine Rüttelpiste schickt, irgendwo in Afrika oder wo auch immer, über Bahnschwellen, das soll ja mal vorkommen, dass jemand einfach mal sagt, ich senke ein bisschen den
Luftdruck und fahre mal 15 Kilometer Bahnschwellen, dann wäre anschließend vom Möbelbau nichts mehr übrig. Das muss man fairerweise sagen. Hier ist alles so gebaut, das darf durchgeschüttelt werden, das ist verzapft, verklebt, was weiß ich. So ist es. Selbst wenn mal Fehler gemacht werden, es hat mal ein Kunde einen Fehler beim Luftdruck gemacht. Ja. Der hat den Achsdruck mit dem Reifendruck, mit dem Einzeldruck verwechselt und dann ist er mit 7 Bar statt 4 Bar gefahren und ist mit einem Baustellenreifen. Der hat null gefedert und da ist nichts passiert. Das war jetzt ein unfreiwilliger Test, ist in Australien passiert. Über einen längeren Zeitraum? 3000 Kilometer Wellblech mit falschem Luftdruck. Das ist schon, würde schon Langzeittest bedeuten. Ja, das ist so. Das heißt, er hat quasi 100 Jahre simuliert. Es ist so ungefähr, ja. Er hat einfach gesagt, okay, ich habe eine Achsgewicht von 7 Tonnen. Er hat aber dann Radlast 7 Tonnen berechnet, also 14 Tonnen. Das passiert jedem. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind für alle Fehler. Auf der Straße ist es auch überhaupt kein Problem, aber Gott sei Dank im Gelände auch nichts passiert. So, schaut euch bitte alle anderen Videos an. Alle Details sind ähnlich, muss man sagen. Der Grundriss war jetzt das Allentscheidende hier. Die Technik ist nahezu unverändert. Hattet ihr den absenkbaren Tisch vor 30 Jahren schon? Den hatten wir vor 30 Jahren schon, weil du kannst immer ausnahmslos die Sitzgruppe zum Bett umbauen. Ja, zeig mal bitte, wie funktioniert das? Ist das sehr aufwendig oder geht das? Na, im Prinzip auch auf Knopfdruck. Das ist genauso, wie du es drüben im Fahrzeug gesehen hast, bei dem Global XRS. Also schaut euch das Video an, Global XRS. Ja, also ich kann ihn hier nach vorne fahren, ja. Dann würde ich die Sicherung jetzt betätigen für den Tisch. Bitte? Dann würde ich hier den Tisch runterfahren und dann würde ich die zwei Rückenpolster dort drauflegen. Alles klar. Ja, Stefan, wenn ich sowas haben möchte, Actionmobil, ihr seid in Österreich. Du selbst bist auch Österreicher? Ich komme aus dem Großraum Köln. Etwas östlich von Köln. Da, ein Piefke quasi. Ja. Da bin ich zu Hause, ganz genau. Ja, Piefke ist doch mehr Richtung Osten, ne? Richtung Berlin, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Leute, als ich mal einmal in Wien beim Radio gefragt habe, haben gesagt, no, wir nehmen keine Piefke. Ja, für die ist alles Piefke natürlich. Ne? Aber ihr seid ein super Team. Ihr habt viele Österreicher, viele Deutsche. Ihr habt ja Leute, die das Ganze konstruieren auch. Was hast du gelernt? Was bist du vom Beruf? Ich komme aus der Fahrzeugbaubranche. Ich bin im Zulieferbetrieb gewesen für LKW-Achsen und auch Fahrwerkskomponenten und so weiter. Das heißt, du kannst zum Beispiel besonders gut du selber beraten, was für ein Basisfahrzeug man nimmt und welche Komponenten. Das ist dir in die Wiege gelegt so ein bisschen. Ja, ganz genau. Und wir haben natürlich bei MAN eben die Möglichkeit, verschiedene Achskonfigurationen zu wählen, Federungssysteme, eben Luftfederung, Blattfederung. Das ist bei anderen etwas schwieriger. Bei Mercedes Arox. Ja, du bekommst aber auch neuerdings Luftfederung für die Hinterachse beim Arox. Kostet dann 11.000, 12.000 Euro Aufpreis netto. Mhm. Aber die gute Nachricht ist eben, es geht nun auch beim Arox. Beim 6x6 tun die sich noch ein bisschen schwer, wird jetzt gerade geklärt, aber 4x4 auf jeden Fall beim Arox. Luftfederung möglich. Frage, wenn jetzt ein Kunde sagt, er will den Mercedes haben mit dem hydraulischen Allrad, den es ja neu gibt, nur bis, glaube ich, 10-15 km/h geht der, damit ich mich irgendwie rausziehen kann als Schlechtwegefahrzeug. Habt ihr das schon mal gehabt, der hydraulische Allrad? Das wird bei MAN zum Beispiel wird davon abgeraten, weil das Problem ist, man kann sich jetzt vorstellen, wenn der hydraulische Allrad nicht mehr funktioniert, na gut, dann fährst du halt mit Hinterradantrieb rum. Jetzt sagt allerdings MAN, wenn der hydraulische Vorderachsantrieb ausfällt, dann steht das Fahrzeug. Also auf jeden Fall würde ich immer den mechanischen Allrad nehmen. Der funktioniert, der ist bewährt. Ja. Der funktioniert und auch wenn du sagst, ach komm, mir reicht es, ich komme von der nassen Wiese runter, mir reicht der hydraulische Allrad. Es kann auch sein, dass der Kunde in 2 Jahren sagt, ach, jetzt würde ich schon mal ganz gerne nach Island, ich würde mal gerne nach Marokko. Ist ja doof dann, oder? Und dann hat er eben den Allrad nicht. Natürlich hat der hydraulische Allrad Vorteile. Mhm. Es ist nicht die hohe Bauart, du kannst kleinere Reifen montieren, du hast eben dann zwischen Rahmen
Oberkante und gesetzlicher Gesamthöhe viel mehr Platz, viel mehr Stauraummöglichkeiten, längere Radstände, aber es ist dann eigentlich nur ein Behelfsallrad, um aber eben. Käme so ein Kunde, der sagt, ich will noch ein größeres Fahrzeug, mehr Platz, einen anderen Grundriss, oder habt ihr eure festen Grundrisse? Ist das, wovon ihr grundsätzlich ausgeht? Nein, feste Grundrisse haben wir nicht. Es gibt verschiedene Grundrissvarianten. Hier ist es der Atacama, zeichnet sich aus durch das Bett im Heckbereich, davor die Usitz-Gruppe. Dann geht es weiter mit der Küche, ganz vorne das Badezimmer. Das heißt, der Raum ist offen und großzügig. Ich habe bei diesem Grundriss das Badezimmer nicht direkt angrenzend ans Bett, würde dann als Raumteiler, ich sag mal, im positiven Sinne dienen, hätte aber den Nachteil, dass eben der Raum auch durch die Teilung wesentlich kleiner erscheint, als er wirklich ist. Und ich kann diesen Grundriss, diesen Atacama-Grundriss, du hast es vorhin beim Unimog gesehen, Atacama 4000. Adaptieren, also, ja. Dieses Grundrisskonzept auf 4 Meter realisieren. Ich kann es auf 5, 6, 7, 8 Meter realisieren, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne Längsbetten, ich hätte gerne 2 Meter U-Sitzgruppe, ich brauche eine Küche mit 1,80 statt hier 1,20. So kann ich das halt eben skalieren. Okay, das sind Sachen, die haben sich bewährt. Ja, sorry für meine dummen Fragen, aber die Techniker, die erfinden praktisch jeden Tag Allrad, hydraulisch, das, dies und das. Aber ihr sagt, ihr nehmt eine Technik, die man weltweit reparieren kann. Da, ich sag mal, kommst du nicht in eine MAN-Werkstatt, die sagen, okay, hatten wir noch nie hydraulischen Allrad, weil in Indien hat das niemand. Wie ist das in Amerika, der Service MAN? Gibt's das da? Ja, weniger. Na, du kannst zwar mit deinem Mercedes zu Freightliner fahren, weil das doch irgendwo eine Familie ist, aber wenn du mit deinem allermodernsten Arox nach Amerika fährst, hast du auch verloren. Aber der Vorteil ist natürlich, nimm einen richtigen LKW. Die Gefahr, dass da was kaputt geht, bei einem neuen LKW, beim alten ist es wieder was anderes, beim neuen LKW geht sehr, sehr wenig kaputt. Und dass man Verschleißteile mitnimmt, einen Keilriemen oder das Filter mitnehmen. Ja. Einfach mitnehmen. Und wenn du denen das dann in die Hand drückst, dann sind die halt doch fähig, das zu reparieren. Sehr schön. So, komm. Wir gehen mal kurz raus durch diese wirklich extrem gesicherte Tür. Das ist allein nicht nur technisch ein Hindernis, sondern es ist auch was fürs Auge, dass man sagt, ich trete hinaus, gehe in die Bullenhitze. Wir haben tatsächlich eine Hitze wie in Afrika. Das ist wirklich so. Wir haben fast 40 Grad heute. Ja, wir haben 39 Grad laut MAN-Thermometer außen, auch wenn die Sonne noch nicht direkt drauf scheint. Also das scheinen richtige Temperaturen zu sein. Ja, wir sind Abenteuer-Allrad, der 5. Tag. Warum 5 Tage? Es gab einen Pressetag. Dieses Fahrzeug haben wir gezeigt. Das ist ein Actionmobil XRS 7400 Leopard. Den haben wir sehr ausführlich erklärt. Da gibt es noch ein ausführlicheres Video. Das haben wir gedreht in Düsseldorf. Der gleiche Koffer. Etwas anderer Ausbau. Dann ganz haben wir gezeigt. Genau, ganz genau. Den Baby. Baby Al-Akka. Atacama. Atacama, das lerne ich noch. Das ist der kürzeste, den es gab. Ein ganz besonderer Wunsch. Der Kunde wollte ein extrem kompaktes Fahrzeug, sehr sehenswert, auf einem U4023 von Helget. Und ja, hier eine Besonderheit, wenn wir uns gleich noch anschauen, aber diesmal im Schnelldurchgang. Einmal ein TGM 18340, der hat richtig Kilometer drauf, der war zweimal in Australien. Zweimal auf dem Landweg, ganz genau. Und der Kunde bekommt im nächsten Jahr ein neues Fahrzeug und dann wird dieses Fahrzeug dann zum Verkauf stehen. So, und da hinten ist ein weißes Fahrzeug mit belgischem Kennzeichen. Bin mal sehr gespannt, das ist sehr kompakt. Bis gleich. Vielen Dank, Stefan. Ja, ich danke dir auch. Ja. Actionmobil. Tschüss.